Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ich möchte heute noch ein paar Themen etwas ausführlicher behandeln, die ich im letzten Video, in meinem Vlog 1 Video, nur kurz auf das Tapet meiner Aufmerksamkeit gehoben hatte, ja, um sie dann auch bald wieder so schambehaftet wegzustoßen, weil ich dachte, ich dürfte darüber nicht reden. Einige von euch haben sich in den Kommentaren ja auf diese ersten Minuten des Videos bezogen, in denen ich eben über meine Vaterrolle gesprochen habe. Ihr habt Fragen, Gedanken und auch persönliche Anekdoten zum Besten gegeben, wofür ich euch sehr dankbar bin, denn es hilft mir natürlich dabei zu verstehen, dass dieses Phänomen natürlich allgemein bekannt ist, ja, und dass ihr das eben auch entsprechend so seht und dass ihr vielleicht auch meinen Weg der Offenheit mit diesem Thema begrüßt, dass ihr das unterstützt. Das hilft mir und das hilft wahrscheinlich auch anderen Trostsuchenden, die auf diese Videos aufmerksam werden und dann erkennen, dass sie nicht alleine sind. Ja, deswegen ist vielleicht auch die Intention des heutigen Videos, man braucht ja meistens eine Intention, damit auch feststeht, dass man das, naja, jetzt nicht macht, um irgendwen anzuschwärzen, denn das habe ich in keiner Weise vor. Also die Intention ist erstmal natürlich eine aufklärerische. Ich möchte informieren, dass so etwas eben existiert, also um das gleich zu sagen, systemische Fehler in meinen Augen, dass das existiert. Und natürlich ist es auch etwas Psychohygienisches für mich. Ja? Ich kann meine Sorge und meine Ängste besprechen und das hilft mir dabei, diese zu überwinden. Für mich ist generell die Überwindung von Schamhaftigkeit, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Thema der letzten Jahre gewesen. Vielleicht liegt es an meiner Sozialisierung und an meinem Geschlecht, dass ich in den 90er Jahren als Junge eben so sozialisiert wurde, dass ich meine Probleme alleine löse, dass ich all das, was nicht perfekt läuft, ja, in Anführungszeichen eben auch nicht thematisiere und dass ich mich eben auch schäme für Dinge, die nicht richtig laufen und dass ich diese eben unterdrücke. Und das ist schlimm. Du wirst dann irgendwann zum größten Feind deiner selbst, weil du dich für dein eigenes Leben schämst. Und das möchte ich einfach nicht. Ich will Stärke daraus gewinnen, dass ich alles ansprechen kann. Ja, und dass ich meine Verletzungen zugestehen kann. Ich denke, dass darin eine große Stärke liegt und ein ganz großes Potenzial auch für eine ruhige Lebenszufriedenheit. Und das versuche ich zumindest. Ja, mir ist bewusst, dass dieses Video eventuell auch unter einem Phänomen leiden könnte, was Adrian Daub in seinem Buch Cancel Culture Transfer einen sogenannten Kontextkollaps genannt hat. Kontextkollaps bedeutet, dass du in einem Feld, in einem Kontext eben ein Thema ansprichst und die Leute erkennen, wer da spricht, was die Vorgeschichte ist und wie vielleicht auch der Filter aussieht. Sie verstehen also die Umstände. Wenn dieses Thema jetzt aber in einem anderen Kontext auftaucht, vielleicht weil der Titel catchy ist, sowas wie systemische Ungleichbehandlung von nicht-ehelichen Vätern, dann werden auf dieses Thema, auf dieses Video eben Leute aufmerksam, die den Kontext nicht mehr verstehen, die nicht wissen, wer da spricht, was die Vorgeschichte ist. Und dann gewinnt dieses Thema eine eigene Dynamik und eine ganz eigene Bewertung. Aber so ist es, das muss man akzeptieren, nicht wahr? Unsere Ideen und Meinungen sind nun mal ganz vielfältig interpretierbar, sobald wir sie in die Welt entlassen haben. Das ist für uns ja auch einfach nur eine kleine Mahnung. Sei vorsichtig in deiner Wortwahl und bedenke eben die Folgen. Es ist ja letztlich dann auch nur ein aufklärerischer Appell an uns selbst. Ja, die These hatte ich jetzt schon genannt. Es gibt einfach systemische Fehler und es gibt systemische Ungleichbehandlungen von nicht-ehelichen Vätern gegenüber den nicht-ehelichen Müttern, aber auch gegenüber den ehelichen Vätern. Ich will das Thema jetzt heute auch nicht so wissenschaftlich exakt fassen, das kann ich auch natürlich nicht. Ich will aber auch heute überhaupt nicht ich will nicht über die Mutter als Person oder über den Vater als Person sprechen. Es ist, wie gesagt, nicht eine Abrechnung. Ich will niemanden kritisieren, also niemanden an die Wand stellen, ja, oder jemandem den schwarzen Peter zuschieben. Das ist nicht mein Ziel, überhaupt nicht. Es geht um Kinder, es geht um Eltern, es geht um die Familie und damit geht es vor allem um die Liebe, ja. Und das ist für mich das Wichtigste, die Liebe. Und deswegen beginne ich auch. Entschuldigt bitte, meine Stimme ist etwas ramponiert heute. Es geht darum, dass Alvin die tollste Mutter hat, die man sich wünschen kann. Die sich Alvin wünschen kann, die ich mir wünschen kann. Die liebevollste Mutter, eine Mutter, die sich in jeder Minute um Alvin kümmert, für die Alvin der wichtigste Mensch der Erde ist. Ja, und das ist für mich etwas Schönes, das anzuerkennen. Es nimmt mir manche Sorge. Und auch die Mama ist für Alvin der wichtigste Mensch auf der Erde. Alvin liebt seine Mama auch über alles. Ja, das ist für mich auch etwas, was ich mit Freude annehme, was ich mit großer Erleichterung zur Kenntnis nehme.
Ich bin da nicht neidisch auf deren ganz einzigartige Beziehung. Natürlich möchte ich da auch irgendwie mitspielen, definitiv. Und ich hoffe auch, dass wir eine ähnlich liebevolle Beziehung haben können. Aber dass die Beziehung zwischen den beiden so wunderbar ist, finde ich toll. Wenn ich zum Beispiel mit Alvin in der Küche sitze und ihm eben das Essen kredenze und dafür sorge, dass das Essen der leckere Brei irgendwie ein bisschen in seinem Mund landet und eben nicht nur eine Augenbraue am Ohr, ja, dann macht uns das Spaß. Dann ist das ein schöner Moment, auch wenn man darüber nachdenken kann, welche Transportmittel jetzt das Essen bringen könnten oder welche Tiere ein Lieferando-Paket bei sich haben mit Karotte und Möhre und so weiter und so fort. Dann ist das wirklich eine schöne Angelegenheit. Aber sobald die Mama in die Küche kommt, um was zu erledigen, da bin ich dann 3 Minuten mal raus. Da bin ich ein staunender Beobachter. Da wird nämlich zwischen den beiden geflirtet, durch Blicke, durch Lächeln, durch Bewegungen und so weiter und so fort. Und du spürst einfach, dass das eine Beziehung ist, die ganz wichtig ist und die du einfach ehren und pflegen und unterstützen, ja, und eben auch umsorgen solltest und musst. Definitiv. Und auch das Lob der Arbeit von Primärpflege- und Sorgeberechtigten möchte ich kurz singen. Ja, mir ist bewusst, wie anstrengend es ist, monatelang vielleicht nicht richtig schlafen zu können, nicht durchschlafen zu können, mental und auch körperlich, physisch und psychisch eben immer wieder auf Anspannung zu sein, immer wieder für einen anderen Menschen mitzudenken, dass du eben mental ganz viele Punkte der Verantwortung trägst, die du nicht einfach vergessen kannst. Ja? Du kannst einfach manche Dinge nicht vergessen, sondern du bist darauf angewiesen, dass du immer hellwach bei der Sache bist, während du aber andererseits einfach auch, glaube ich, unter einer großen Erschöpfung leidest. Ne? Zumindest ist das die Regel. Ne? Für die wenigsten ist jetzt das Elternsein und die erste Zeit etwas total Angenehmes und Einfaches. Ganz klar, das sehe ich auch so. Das ist mir wichtig, dass das natürlich im Zentrum steht. Und ich hoffe, dass ich die Mama von Alvin und dass ich Alvin selbst dort unterstützen kann, wie es mir halt möglich ist. Definitiv, das ist das Allerwichtigste. Ja. Ich bin ja selber auch der Sohn eines Vaters, der sich nicht um seinen Sohn gekümmert hat. Ich habe meinen Vater einmal gesehen, da war ich 18. Ich bin also auch der Sohn einer zumindest partiell alleinerziehenden Mutter und dort liegt meine Sympathie. Meine Mutter ist die Heldin meines Lebens. Und dort liegt die Liebe, dort liegt, wie gesagt, auch das Feld meiner großen Sympathie. Aber das ändert nichts daran, dass ich in den letzten Monaten eben persönlich auch und persönlich und im Rahmen einer Vätergruppe, die sich hier in Leipzig regelmäßig trifft, ausgerichtet übrigens von der Diakonie und geführt von 2 Familientherapeuten, dass ich dort eben auch ganz viele Informationen gesammelt habe, beziehungsweise einfach auch Gesetzmäßigkeiten, unfaire Gesetzmäßigkeiten, eben systemische Fehler kennengelernt habe, über die ich heute gerne mit euch mal sprechen möchte. Also das beginnt schon beim Sorgerecht. Als nicht-ehelicher Vater hast du einfach nicht von Anfang an das gemeinsame Sorgerecht mit der Mutter. Die Mutter hat es von Anfang an, der nicht-eheliche Vater nicht. Mir ist bewusst, dass das vielleicht auch die Mutter schützen soll, wenn es ein One-Night-Stand war oder sonstiges, dann soll der Vater eben nicht auch noch weiterhin eine Unterschrift leisten müssen, 18 Jahre lang auf allen offiziellen Dokumenten, sondern die Mutter soll das dann alleine lösen können. Aber wenn der Vater von Anfang an sagt, das ist mein Sohn, ich war ebenso beteiligt bei dieser Entscheidung, ich bin 50% dieses Kindes und ich möchte mich um ihn kümmern, ich liebe mein Kind, ja, dann sollte das, finde ich, auch ohne Kampf möglich sein. Vielleicht könnte man da einen ersten Termin beim Frauenarzt eben fest, sozusagen diesem Thema widmen und dann könnten sich ja beide zu Wort melden und der Vater könnte sagen, ja, das ist mein Sohn und oder mein Kind und ich wollte das so, wir haben uns gemeinsam dazu entschieden und ab dem Moment hast du dann eben auch als nicht-ehelicher Vater das Sorgerecht. Denn du hast ansonsten von Anfang an einen Kampf vor dir. Du bist gerade frisch gebackener Papa, das ist emotional natürlich überwältigend und auch anstrengend, es gibt viele Dinge, die du bedenken musst und gleichzeitig musst du unter Umständen sofort den Kampf führen, dass du dieses gemeinsame Sorgerecht hast. Du bist also als Vater ein Verdachtsfall. Du bist möglicherweise jemand, der sich nicht um dein Kind kümmert. Es ist also von Anfang an eine Vorverurteilung da, die einfach in meinen Augen nicht im Jahr 2023 in dieses Themengebiet gehört. Ne? Manche von euch denken vielleicht, dass das lächerlich ist, aber für mich war das von Anfang an ein großes Problem. Denn es gibt ja auch so etwas wie ein Gewohnheitsrecht. Wenn du erst ein paar Jahre später dann sagst, ja gut, jetzt möchte ich übrigens das gemeinsame Sorgerecht haben, dann kann es durchaus sein, dass
dass nicht mehr durchgedrückt wird, dass es nicht mehr anerkannt wird. Und warum zur Hölle muss ein Vater, der wirklich eben auch mit Begeisterung dabei ist und der sich darum kümmern möchte, darum kämpfen? Denn ihr wisst, gerade im Kontext von Trennungen kommt es nun mal zu emotionalen Verletzungen auf beiden Seiten und dann kommt es zu Entscheidungen, die andere Entscheidungen nach sich ziehen. Es kommt vielleicht auch zu gewissen Scharmützeln und ich rede jetzt hier ganz allgemein. Dann kann es sein, dass der Vater erstmal von der Mutter nicht das gemeinsame Sorgerecht bekommt. Denn letztlich ist es nicht mehr. Die Mama sagt ja, dann geht man zum Amt und man bekommt einen Wisch. Ja, wenn die Mama aber sagt, du bekommst das nicht, dann hat der Vater entweder, naja, sagen wir mal, eine sehr lange Durststrecke und Wartestrecke vor sich, oder er geht den fürchterlichsten Weg, den man gehen kann, nämlich den des Gerichts. Eine andere Möglichkeit gibt es dann nicht. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Das finde ich wirklich schlimm, dass der Vater erstmal ein Verdachtsfall ist. Und ich glaube, so ist auch das gesellschaftliche Bild, dass vielleicht auch viele von euch jetzt eigentlich innerlich erbost sind. Was traut er sich denn da? Er geht an diese sakrosankte, Beziehung zwischen Mutter und Kind. Das darf nicht, da gehe ich nicht ran. Die ist heilig, diese Beziehung. Aber warum ist denn diese Beziehung zum Vater von Anfang an wirklich etwas vorverurteilend, verdächtig Negatives? Das finde ich ganz schlimm. Also, und ich denke, es gibt eine einfache Lösung eben beim Frauenarzt, da gemeinsam zu behaupten, beziehungsweise auch zu Protokoll zu geben. Wir wollten das Kind, es liegt an beiden. Dann hast du eben auch in dieser ersten anstrengenden Zeit der Elternschaft dieses Thema auf jeden Fall nicht mehr. Dann auch noch sowas wie die Elternzeit, ne, beziehungsweise das Elterngeld. Denn viele Väter, nicht eheliche Väter, wollen natürlich auch Monate mit ihren Kindern verbringen. Ich persönlich bin kein Karrieretyp. Ich hätte gerne lange Zeit mit meinem Sohn ganz intensiv verbracht und ich hätte auch in Elternzeit gehen können, allerdings nicht bezahlt. Denn die Bezahlung, also eine bezahlte Elternzeit, liegt am Einverständnis der Mutter. Und die Mutter hat aber die Möglichkeit, zu Protokoll zu geben, dass sie alleinerziehend ist. Das bedeutet für sie finanzielle Vorteile gegenüber, also in gewisser Hinsicht bedeutet es oder kann es bedeuten, dass sie finanzielle Vorteile von dieser Entscheidung hat, was ich definitiv auch unterstütze. Es geht nicht darum, dass ich da überall Stöcke in den Weg lege. Ich verstehe das. Ich kann das nachvollziehen. Aber ich kann halt auf der anderen Seite dann auch jeden Vater verstehen, der sagt, das ist unfair. Ich würde auch gerne mit meinem Kind bezahlte Elternzeit nehmen, aber letztlich scheitert das ganz einfach am Veto der Mutter, nicht wahr? Und da kann der Vater letztlich auch einfach nichts dagegen tun. Auf der anderen Seite ist eben die Unterstützung, die familiäre Unterstützung, also der Unterhalt, nicht nur gegenüber dem Kind, sondern auch gegenüber der Mutter, relativ klar geregelt. Da gibt es § 16.15 des Bürgerlichen Gesetzbuches, da steht das dann ganz ausführlich, der nichteheliche Vater zahlt also auch der nichtehelichen Mutter einen Teil sozusagen des Kosten- oder des Lohnausfalls, den sie ja dadurch erhält, dass sie sich eben um das Kind kümmert. Also das auf der einen Seite ist sehr klar geregelt, auf der anderen Seite gibt es aber irgendwie keine Regelungen zur Zeit, die du mit deinem Kind verbringen darfst. Das ist einfach, du bist da wirklich auf das Vertrauen beziehungsweise auch auf den guten Willen der Mutter angewiesen. Also die finanzielle Situation ist komplett geregelt. Aber auf der anderen Seite gibt es erstmal nicht das Recht, eben in bezahlte Elternzeit zu gehen für den Vater. Und es gibt eben auch nicht das Recht, bestimmte Zeitpunkte der Betreuung festzulegen. Was in meinen Augen auch dazu führt, dass ganz viele Väter verzweifeln und wirklich auch psychisch an den Rand des Erträglichen geraten. Gerade in der Vätergruppe habe ich da wirklich ganz viele Momente erlebt, die für mich auch schlimm waren. Ja, wenn Väter eben auch in Tränen ausbrechen, weil sie manchmal nicht mehr wissen, was sie noch tun können. Der Vater ist gerade in der Zeit mit dem Kind, also wenn es darum geht, Zeiten zu vereinbaren, wie oft kann der Vater das Kind sehen, ein Bittsteller. Er ist ein Bittsteller und er wird das auch immer bleiben. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz sagen, dass sich die Mutter von Alvin da immer kulant, wirklich immer offen gezeigt hat und dass es ihr auch wichtig ist, dass Alvin und ich miteinander Zeit verbringen können. Also da bin ich ihr auch wirklich sehr dankbar. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ich eben Zeit bei Alvin verbringe, also dort auch nicht in meinem eigenen Wohnzimmer bin. Ja, das ist ja selbstverständlich in der Situation, in der man dann steckt, auch für manche nicht einfach. Aber es ändert nun mal nichts daran, dass diese Zeiten nicht festgelegt sind. Eine Frau kann eben auch einfach das Besuchsrecht verweigern, obwohl sie letztlich eigentlich dazu verpflichtet ist, auch den Umgang zu ermöglichen. Also es gibt ein Umgangsrecht, es gibt aber auch eine Umgangspflicht. Und das wird eben manchmal auch zumindest für eine gewisse Zeit als Machtinstrument missbraucht. Wenn du also dieses und jenes nicht tust, so hört man manchmal in der Vätergruppe, dann sei als Folge davon gewesen, man dürfe das eigene Kind nicht mehr sehen. Und das ist natürlich auch etwas ganz Schlimmes, denn an dieser Stelle sei mal etwas gesagt zum Residenzmodell und zum Wechselmodell. Die meisten Väter wünschen sich ein Wechselmodell.
also zwischen 50-50 oder vielleicht auch 30-70% lebt das Kind dann bei beiden Eltern. Ja, und beide Eltern kümmern sich halt, es schläft bei beiden hat es also ein Bett, hat es ne, alle Klamotten und so weiter und so fort. Allerdings gibt es auch für den Vater hier kein Recht drauf. Also die meisten Kinder sind erstmal natürlich im Residenzmodell, die meisten Kinder von nicht-ehelichen ne, und getrennt lebenden Eltern sind erstmal im Residenzmodell bei der Mama. Erstmal fest bei der Mama und manche Kritiker dieses Modells nennen es daher auch Dominanzmodell. Denn wenn die Mutter nicht möchte, dass der Vater eben das Kind auch länger bekommt, dann ist das so. Dann gibt es mehr oder weniger keine Möglichkeit, das durchzusetzen. Außer auch hier wieder den gerichtlichen Weg, den du dir in aller Regel einfach ersparen willst. Denn das ist fürchterlich. Das ist doch der fürchterlichste Ausgang aus einer eigentlich so liebevollen Tätigkeit und aus einem familiären Miteinander, das man ja dennoch noch hat, ne, und das man ja auch pflegen möchte. Also auch das habe ich in dieser Vätergruppe ganz häufig gehört. Da gab es zum Beispiel einen Fall eines Vaters, etwa in meinem Alter, der einen 8-jährigen Sohn hat. Und dieser 8-jährige Sohn lebt bei der Mutter. Er war ein einziges Mal zu Besuch bei ihm, also bei dem Vater. Er hat noch nie bei seinem Vater geschlafen, weil die Mutter das offenbar seit Jahren mehr oder weniger immer wieder abblockt. Und der Sohn, gerade in dem Alter, sind die Kinder natürlich vor allem der Mutter verpflichtet, wenn sie bei der Mutter leben und übernehmen auch das Bild der Mutter auf den Vater. Ja. Das war für mich und auch für die anderen zuhörenden Väter teilweise unerträglich, wie er da wirklich vor uns zerbrochen ist, als er uns davon berichtet hat, dass er jetzt an dem Punkt angelangt ist, an dem er aus Selbstschutz sagt, wenn die Mutter es mir nicht gestattet, meinen Sohn zu sehen, auch außerhalb ihrer sozusagen ihrer Sphäre, dann breche ich den Kontakt ab. Das macht mich fertig. Das ist eine Entscheidung, die ich niemals so treffen würde, auf gar keinen Fall. Aber als Ergebnis eben seines jahrelangen Kampfes und seiner jahrelangen Zurückweisung von Seiten der Mutter war das für uns verständlich. Und solche Geschichten hast du da schon relativ häufig. Also gerade das Machtinstrument und das Mittel der Zeit ist etwas, was manche Mütter oder eben primär Pflegende, und das sind nun mal oder primär Kümmernde, das sind meistens die Mütter durchaus hin und wieder fahren, leider. In aller Regel passiert das übrigens nicht, das ist mir auch klar. Aber in diesen Situationen in der Vätergruppe sitzen natürlich sozusagen schwere Fälle, die schlimme Dinge erlebt haben. Und ich sitze da auch aus Interesse und weil ich eben über mein Leben in der Hinsicht auch nachdenken und reden möchte. Es gab übrigens auch Väter, deren Weltsicht ich fürchterlich fand. Das will ich auch sagen. Es gibt dort verbitterte Väter, die dann auch solche Sätze sagen wie, ja, alle Mütter der Kinder ne, hier bei uns im Kreis sind doch letztlich geistesgestört. Die kümmern sich doch nicht. Die sind doch eigentlich nur noch gegen uns. Es sind doch schlimme Menschen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ganz und gar nicht ist das meine Meinung. Aber das gibt es natürlich auch. Das hat nur mit meinem Ansatz nichts zu tun. Mir ist bewusst, dass es bei Trennungen immer Verletzungen gibt. Ne, dass dort immer Entscheidungen dann getroffen werden, auch aus dem Bauch heraus, die man später vielleicht auch gerne zurücknehmen würde. Ich bin da auch nicht frei von Fehlern, natürlich nicht. Und das ist etwas ganz anderes als eben solche systemischen Ungleichbehandlungen, die ich eben eher auf Seiten des Staates verurteile und die mich und andere junge, was heißt junge, aber nicht eheliche Väter, durchaus sehr belasten können. Ja, und deswegen gibt es für mich hier einfach so grundsätzliche, unfaire Sachverhalte. Ich hoffe, ich habe jetzt einige auch ansprechen und mehr oder weniger genauer erklären können. Die Mutter kann die Zeit eben relativ frei einteilen. Es gibt auf der anderen Seite aber dann für den Vater, finde ich, sehr wenige Rechte. Abgesehen vom gerichtlichen Weg hast du da keine Möglichkeiten. Das ist ja nicht verbrieft. Und selbst wenn du das gemeinsame Sorgerecht hast, dann bedeutet das ja auch nur, dass du dein Kind eben sehen darfst. Aber wie das dann jeweils von der Mutter auch akzeptiert wird, das ist nochmal eine ganz andere Verhandlungsbasis. Ja, deswegen definitiv immer freundlich sein und das meine ich ernst, das ist jetzt nicht geheuchelt, das ist jetzt nicht nur Mittel zum Zweck, sondern mir ist auch bewusst, dass du als Vater in der Situation ganz häufig schlucken musst. Du musst erstmal Entscheidungen von Seiten der Mutter akzeptieren, ob sie dir gefallen oder nicht. Du musst schlucken, schlucken, schlucken. Du musst immer wieder über deinen Schatten springen. Du musst dich entschuldigen für Punkte, bei denen du sonst vielleicht denken würdest, lass uns mal neutral drüber reden, ob wir vielleicht nicht einfach zwei unterschiedliche Ansätze haben. Aber weil du immer wieder ein langfristiges Ziel vor Augen hast und weil dir bewusst ist, es geht nicht darum, dein Ego durchzusetzen, sondern es geht um dein Kind. Deshalb springst du immer wieder über deinen Schatten und schluckst immer wieder. Das ist meine Erkenntnis und so werde ich auch weitermachen. Ja, und das bedeutet eben für mich auch manchmal, dass ich das so akzeptiere, aber dass ich das eben auch besprechen möchte. Ja. Nicht, weil
die Mutter vielleicht auch unfair ist, sondern weil die natürlich auch ein großes berechtigtes Interesse daran hat, mit ihrem geliebten Kind viel Zeit zu verbringen. Selbstverständlich. Manchmal ist das Problem eben nicht ein zu wenig an Liebe, sondern ein gleichzeitiges zu viel an Liebe, beziehungsweise zu viel an Liebe gibt es ja eigentlich nicht. Aber wenn Liebe auf Liebe prallt und dann eben auch Zeit fordert, dann ist das manchmal ein Problem. Und mir ist aber auch bewusst, dass ich da manchmal zurückstecken muss. Und vielleicht bin ich als mittlerweile 36-Jähriger doch schon etwas erfahrener Mensch in der Lage, da zurückzustecken. Dass ich weiß, ich habe die lange Sicht vor Augen. Es geht nicht darum, in diesem Moment jetzt meine Rechte umzusetzen, die ich vielleicht auch selber mir jetzt herbeifantasiere oder auf die ich jetzt poche. Manchmal musst du eben auch auf bestimmte vielleicht Rechte oder Wünsche verzichten, um eben dann in ein paar Tagen einfach etwas davon zu haben. Und das ist für mich so meine positive Quintessenz, also das, was ich jetzt anderen mitgeben kann. Mehr kann ich da auch nicht mitgeben, außer sucht euch eine Vätergruppe in der Stadt. Das ist in aller Regel wirklich professionell geleitet. Es ist auf Spendenbasis basierend. Es kostet also nicht viel. Und das ist definitiv ein ganz wichtiger, erhellender und therapierender Austausch. Ja, ich finde es so schade, dass man als Vater in der Situation häufig, zumindest ist es mein Eindruck, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich habe den Eindruck, dass man manchmal doch ein gesellschaftlicher Buhmann ist. Weil man eben dazu neigt, habe ich ja selber auch gesagt, bei mir ist es ähnlich, man neigt dazu, den Müttern in der Situation eben auch häufig mehr zuzugestehen, dass man sagt, der Vater kümmert sich wahrscheinlich gar nicht wirklich. Der Vater hat wahrscheinlich gar kein richtiges Interesse an dieser Situation oder daran, dass sich das verbessert, dass er eben mit dem Kind, mit der Tochter oder dem Sohn viel Zeit verbringt. Ja, und das ist aber nicht der Fall. Das ist ganz häufig einfach nicht der Fall, sondern liegt eben auch an systemischen Ungleichbehandlungen, die dann eben in bestimmten Konstellationen auch ganz gerne ausgenutzt oder ausgereizt werden. Und als Vater hast du die Möglichkeit zu verzweifeln, dein Schicksal zu akzeptieren oder halt im schlimmsten Fall dann auch irgendwie so einen gerichtlichen Weg zu gehen, was ich überhaupt nicht in Betracht ziehe, was ich nur erwähnen möchte, weil das natürlich auch noch für manche in der Vätergruppe auch ein Thema war tatsächlich. Und übrigens ganz interessant, das kann ich ja auch noch erwähnen, die Familientherapeuten, die ja eigentlich sehr defensiv und konfliktvermeidend sind, beziehungsweise daran interessiert sind, dass alles durch Diskussionen eben auch gelöst wird, durch gemeinschaftliche Beratungen, selbst die haben in einigen Fällen dann auch klar gesagt, aus der Erfahrung können wir sagen, manchmal bringt ein Gespräch nichts. Wenn Mütter so verfestigt sind in dieser Vorstellung, dass der Vater schlecht ist, na, das ist ja häufig dann auch ein Narrativ, das sich entwickelt. Also eine Zählweise, dass der Vater sich nicht kümmere. Und wenn dann vielleicht auch die Oma einbezogen wird oder die Tante, dann ist das letztlich auch so eine sich verkrustende narrative Ebene, also so eine Erzählung, dass der Vater sich nicht kümmere. Und da sagen diese beiden Therapeuten auch, was ich ganz interessant fand, manchmal brichst du das nur auf, indem du wirklich den Weg übers Gericht wählst, denn wenn einfach auf der einen Seite kein Interesse besteht, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Ja, von dem her, schwieriges Thema, ganz, ganz schwieriges Thema. Ich möchte mich damit so unvoreingenommen wie möglich beschäftigen, auch nach wie vor. Ja, ich sehe auch definitiv all den Quatsch, den ich mache oder eben ich sehe definitiv auch die Bedeutsamkeit der Beziehung zwischen Kind und Mutter und will in dieses heilige Band überhaupt nicht eingreifen. Aber es ist mir halt wichtig, da so langsam und sehr schonend, sehr bedächtig, sehr vorsichtig eben auch mein kleines Band eben einzuweben, selbst wenn das eben sozusagen nicht mehr in diesen klassischen, harmonischen Familienstrukturen stattfindet, die wir vielleicht aus alten Filmen und alten Romanen als Ideal kennengelernt haben. So, habt ihr noch eine Frage? Ich hoffe, ich habe jetzt alles untergebracht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie es euch geht. In eurer Rolle als, weiß ich nicht, Sohn, Tochter, Mutter, Vater, Zuseher. Fände ich interessant. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.